Den Auftakt macht die Uli Klein, mit ihrem Beitrag zur genauen Planung des satzweisen Vielfaltsanbaus. Die Uli und der Scott produzieren gemeinsam über 400 verschiedene Gemüsesorten, Kräuter und Schnittblumen, 30 Kilometer südlich von Graz, und ihr versorgt damit etwa 100 Haushalte mittels CSA-System. Ja, die Uli und der Scott haben schon langjährige Erfahrung und ich bin sehr erfreut, dass du heute kommst und diesen Erfahrungsschatz und Tipps und Tricks zur Anbauplanung mit uns heute teilst. Ja, guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich schon sehr auf den heutigen Tag. Ich habe den gestrigen Tag extrem bereichernd und informativ und inspirierend gefunden. Und ja, ich kenne diese Market Garden Konferenzen aus Kalifornien und der Scott, mein Partner im Leben und auf der kleinen Farm, und ich renne seit 2011, suchen so eine Konferenz und haben davon geredet, dass uns das so abgeht. Ja. Ein Platz, wo Menschen wie wir zusammenkommen, die was Ähnliches machen, die diesen inspirierenden, kooperativen Geist haben. Und wir sind eigentlich nicht fündig geworden bis heuer, bis zu dieser Konferenz. Vielen Dank, Benjamin, dass du das organisiert hast und alle, die da an der Organisation beteiligt waren, weil ich glaube, dass das einfach ganz wichtig ist und bestärkend ist für das Wachsen unserer Bewegung. Und ich finde es halt immer ganz toll zu sehen, wie viele verschiedene Zugangsweisen es da gibt. Die Dani hat gestern von Kontexten geredet, in denen wir alle arbeiten. Es gibt eigentlich keinen richtigen Weg, sondern einfach nur viele individuelle tolle Zugänge, und ich freue mich eben, dass ich heute den Tag beginnen darf, indem ich euch ein bisschen erzähle, wie wir unsere Anbauplanung machen, und wieder zu sagen, das, was ich da jetzt euch erzähle, ist jetzt nicht die große Wahrheit, die ich predige, sondern nur mein eigener Zugang. Es ist da sehr viel Erfahrung im Raum, Leute, die das schon jahrelang machen, und ihr habt sicher eure eigenen ganz wertvollen, richtigen Zugänge, aber ich hoffe, dass ich trotzdem ein paar neue Sachen vielleicht erzählt kann oder irgendwas Nützliches. Und wer überhaupt nichts Neues erfährt, der genießt vielleicht die Fotos. Ich fotografiere es nicht gerne und habe viele Fotos einbaut, also lehnt euch zurück und genießt einfach die Fotos sonst. Genau. Genau, da anfangen möchte ich ein bisschen, ich möchte einen kleinen Exkurs machen auch und ein bisschen über die Market Garden Bewegung in Kalifornien sprechen, wo ich 12 Jahre gelebt und gearbeitet habe. Weil ja, es wird immer wieder viel Negatives über die USA gesagt und kommentiert, aber es ist so, dass, obwohl das große Ganze, die Politik eigentlich sehr negativ von drüben ist, passiert da wahnsinnig viel Gutes dort. Und gerade die Market Gardening Bewegung ist etwas, was von Kanada und USA zu uns übergeschwappt ist, und die USA ist wirklich voll von extrem engagierten, guten Menschen, die wirklich genau in die richtige Richtung arbeiten. Und da gibt es eine ganz große Bewegung an engagierten Menschen, die wirklich an der Welt von morgen bauen. Ja, dieses System der Anbauplanung, das ich benutze, habe ich nicht selber erfunden, sondern gelernt. Und zwar auf diesem Platz, der University of California in Santa Cruz, am Center for Agroecology and Sustainable Food Systems, also am Zentrum für Agroökologie und nachhaltigen Lebensmittelsystemen. Und das ist, ich habe dort eine Ausbildung gemacht, das war damals 1,5 Jahre duale Market Garden Ausbildung auf der Uni, und da sieht man eine der Ausbildungsstätten, der 5 Hektar Market Garden, und das ist, glaube ich, wahrscheinlich einer der schönsten Marktgärten der Welt, mit Blick auf den Pazifischen Ozean gegen Westen, wo man am Ende des Arbeitstages die wunderschönsten Sonnenuntergänge beobachten kann. Und ich möchte da eben kurz auf die Entstehungsgeschichte eingehen, weil dieses Center for Agroecology and Sustainable Food Systems hat eben die Market Garden Bewegung in den USA wesentlich beeinflusst und eigentlich gestartet. Und man kann an diesem Ort eigentlich nicht vorbei, wenn man verstehen will, was in den USA quasi in den letzten 3 oder 4 Jahrzehnten sich getan hat in der Market Gardening Bewegung. Und ich finde, es zeigt da schön, was oft passieren kann durch Zufälle, wenn die richtigen Menschen zusammenkommen, was da irgendwie an positiven Sachen entstehen kann. Und gegründet wurde dieser Garten schon 1966. Damals wurde an der Westseite von Santa Cruz die Uni, die University of California, gebaut. Ja, das war, muss man sich vorstellen, das war wildes Land, wo kein Mensch gewohnt hat, außer die Ureinwohner, die das vorher eben bewohnt haben. Und da hat es quasi ganz ein wildes Land gegeben, einen uralten Redwood Forest mit 2000 Jahre alten Mammutbäumen, und da ist eben dieser Campus reingebaut worden, und da hat es natürlich auch Proteste gegeben, da waren nicht alle damit einverstanden, und da hat sich damals der Dekan gedacht, es wäre gut, da irgendein Zeichen zu setzen, irgendein positives Zeichen. Und zufällig war damals die Freya von Moltke zu Besuch mit einem befreundeten Professor,
Und die sind da zusammen gesessen, die Freya von Molke und der Dekan. Und die Freya von Molke, die war die Witwe von Helmut von Molke. Und Helmut von Molke war ein Widerstandskämpfer gegen die Nazis, ist im Zusammenhang des Stauffenberger Attentats gegen Hitler damals hingerichtet worden. Und in einem seiner letzten Briefe an seine Frau hat er ihm geschrieben, wenn diese dunklen Zeiten vorbei sind, dann geh irgendwo hin und hilf, dass ein Garten entsteht. Ein Symbol des Lebens und der Lebendigkeit und ein Garten, wo junge Menschen Freude und Hoffnung schöpfen können. Und diesen Gedanken hat die Freya Molke in dem Gespräch an diesen Dekan erwähnt. Und der hat gedacht, das ist eigentlich eine super Idee. Und so wurde diese Idee des Gartens auf dem Campus geboren. Und die Freya, es hat halt niemand gewusst, wie soll dieser Garten eigentlich ausschauen. Und die Freya hat dann diesen Mann da, den man da links sieht, den Alan Chadwick ins Spiel gebracht. Das war Bekannter von ihr. Und den hat sie nach Santa Cruz gebracht. Der war damals schon Mitte 50. Und der Alan Chadwick war ein kompletter Exzentriker, Anthroposoph, der ein Europäer aus England, der in einer Upper-Class-Familie aufgewachsen ist, und statt dass er nach Oxford oder nach Cambridge studieren gegangen wäre, hat er sich gedacht, er möchte Gärtner werden, ist in die Market Gardens von Paris gegangen, damals in den 40er Jahren, und in England hat dort einfach dieses Handwerk erlernt, war dann auch Schauspieler, hat dann in Südafrika gelebt und dort einen botanischen Garten organisiert und alles Mögliche gemacht, und die haben sie halt gekannt, und der ist nach Santa Cruz gekommen und hat da einfach sehr gut reinpasst, weil Santa Cruz ist einfach so ein bisschen eine exzentrische Hippie-Strandstadt quasi. Und was der gemacht hat, der hat im Herzen des Campus auf einem wirklich Sandstein-Gelände, man sieht, das ist auf so einem Hügel, hat der einen 2 Hektar Market Garden angelegt, wo vorher wirklich nur Dickicht war und Gestrüpp. Und das innerhalb von 2 Jahren, er hat dann 1966 damit begonnen, das ist ein Foto Ende der 60er Jahre, und hat da einfach wirklich nur mit den Händen und Gabel und Grabgabel und Spaten dahin gearbeitet, und schon nach kurzer Zeit, das waren die 60er, es war damals einfach diese Back-to-the-Land-Bewegung, sind junge Studenten daneben, neben diesem Alan Chadwick-Garten, wie er mittlerweile heißt, ist so ein Vorlesungszentrum, und da sind sofort junge Studenten darauf aufmerksam geworden, haben gedacht, was macht der Mann da, und haben angefangen, dort als Apprentices quasi zu arbeiten, und daraus ist ihm dann diese Ausbildung entstanden, wo er jährlich seit den 70er Jahren, seit Anfang der 70er Jahre oder eigentlich Ende der 60er Jahre, 30 bis 40 Menschen im Market Gardening ausgebildet werden. Der Alan Chadwick selber hat es das French Intensive Market Gardening System genannt. Aber es ist eben das, was wir auch hier als Market Gardening jetzt verstehen. Und mittlerweile gibt es über 1500 Absolventen dieses Programmes, die sie in der ganzen USA zerstreut haben und natürlich auch die Bewegung wesentlich mit beeinflusst haben. Und dieser Garten heißt jetzt mittlerweile Alan Chadwick Garten. Das ist dann die dritte Ausbildungsstätte dieser Universität. Das ist ein halber Hektar großer Market Garden, wo eben ähnlich wie der ähnlich angelegt ist wie die Garten von Jean-Martin Fortier, in diesem System, das hauptsächlich mit der Hand bearbeitet wird und mit handbetriebenen, also mit diesen Motorgeräten, die mit der Hand eben gezogen oder geführt werden. Ja, und an diesen verschiedenen Gärten sieht man schon, also diese Anbauplanung, die dort unterrichtet wird, ist eben sehr vielfältig, kann vielfältig eingesetzt werden und ist leicht abänderbar, was finde ich eher so Stärke ist dieses Programmes, weil die 3 Ausbildungsstätten auch sehr verschieden sind, und das ist eben ein Bild von einem Market Garden, wo ich, nachdem ich die Ausbildung absolviert habe, gearbeitet habe, 2 Jahre nördlich von Santa Cruz, die war circa 2 Hektar großer Market Garden, wo wir Schnittblumen und Gemüse für Märkte und Galerie produziert haben. Später sind Scott und ich dann nach Nordkalifornien gegangen, zu Ausfarm. Das ist circa 3 Stunden nördlich von San Francisco in Mendocino County, schon recht raues Klima, und haben dort eben auch wieder für eine Galerie, für Märkte. Und das war so eine alte Hippie-Kommune, wo jetzt Hochzeiten und Yoga-Retreats abgehalten werden, und da haben wir das Gemüse und Schnittblumen eben auch für die Hochzeiten und die Yoga-Retreats produziert. Ja, und dann 2011 haben wir unsere Koffer gepackt und sind nach Österreich gezogen. Das ist ein Bild von meiner Tochter, die war damals 4, jetzt wird sie 13. Und wir haben uns dann in der Südsteiermark nach langer Suche, und es ist wirklich schwierig, in Österreich einen Hof zu finden, da haben schon einige drüber geredet gestern, und ich empfinde es ihm auch so, und haben nach langer Suche einen Hof, der schon 10 Jahre verlassen war, in der Südsteiermark gekauft und haben uns dort niedergelassen. Das ist eben später jetzt zur kleinen Farm geworden. Mittlerweile schaut es dort so aus. Und auf dem Feld war dann, glaube ich, über 50 Jahre Maismonokultur, und wir haben dieses Feld quasi zum Market Garden umgewandelt
Und auch hier wieder, das haben wir schon gestern gehört, dieses typische in Österreich, ja, das geht ja nicht in Österreich. Ja. Wir sind immer gekommen mit dieser Idee der gemeinschaftsgetragenen Landwirtschaft und haben eigentlich von der leider Bier-Austria bis Landwirtschaftskammer immer wieder eher so, naja, in Österreich, also ob das funktionieren wird und eher immer dieses Negative. Und das war für uns halt ganz neu, weil in Österreich, in den USA, in Kalifornien ist halt ein sehr positiver Spirit. Dort ist irgendwie die Einstellung, du hast eine neue Idee, ja, mach's einfach. Und niemand hat so Angst vom Scheitern. Und das ist in Österreich ein bisschen anders, aber wir sind mit so einer Energie gekommen und haben einfach gemacht und Gott sei Dank ist es aufgegangen. Ja, die Vielfalt ist unser Thema. Ich gebe es ehrlich zu, ich bin ein totaler Sorten-Junkie und ich habe mittlerweile meine Sucht ein bisschen in den Griff bekommen und habe das so, wir haben bei uns hat sich der Anbau auf 400 Sorten jetzt quasi eingependelt. Und für mich ist der Anbau der Samenfest, also wir arbeiten rein Samenfest, für mich ist es ein bisschen eine Herzensangelegenheit, weil ich mich als Juristin rechtlich mit dem Thema beschäftigt habe, wem gehört unser Saatgut und bin draufgekommen, es hilft nichts, wenn wir das Saatgut als Gemeingut rechtlich schützen, wenn es züchterisch trotzdem Privateigentum bleibt durch die Hybridzüchtung, die man nicht selber weiterbauen kann als Bauer. Und ich finde, wir tragen da einfach große Verantwortung, diese Sorten in die Zukunft weiterzutragen. Und deswegen arbeiten wir im Rheinsamenfest. Und ja genau, die kleine Farm ist eine gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft. Das ist auch etwas, wo in den USA quasi auf der Universität, dort im Center for Agroecology and Sustainable Food Systems, ist eine gemeinschaftsgetragene University-Hof quasi. Dort lernt man diesen Anbau, das ist ein Fokus der Ausbildung und das ist eben die Gemeinschaft. Wir haben 100 Ernteteiler, die mal für 33 Wochen versorgen. Ich mache eben keinen Winter. Ich finde das auch toll. Gestern ist gesagt worden, diese 8-2-2-Verteilung, so machen wir das im A und das funktioniert sehr gut für uns. Aber ich liebe, ich muss ehrlich sagen, ich bin total fasziniert und liebe das Wintergemüse und das Wintergemüseprojekt. Und wer schon mal bei der Anna am Jackelhof war, der wird wirklich staunen im Winter, was da alles steht und wie bunt das ist und wie vielfältig der Winter sein kann. Und auch wir würden gerne einen Winterteil anbieten und suchen da eben weiterhin nach einer Kooperation. Ja, uns ist ja ganz wichtig, dass die Menschen aufs Feld kommen, ein bisschen die Hände eintauchen, mit dem Land in Verbindung treten, das sie ernährt. Und der Dominik Dax hat gestern eben gesagt, dass er nicht mehr Lagerkarotten selber auskramen würde, ich würde das auch nicht machen. Aber wenn man 70 Leute am Feld hat, dann ist das schon möglich, wo jeder quasi 3 Meter an Lagerkarotten ausgrabt. Und es ist einfach ein wunderschöner Tag. Wir machen am Nationalfeiertag immer Roots Up, Hose Down, also Wurzeln rauf und Werkzeuge runter Tag, wo die Galerie Gemeinschaft dem kommt, wo Kinder übers Feld laufen mit Karottenbünden und sie freuen und das ist einfach ein super Tag und ich finde es halt auch ganz wichtig, dass Menschen ein bisschen mehr mit ihrem Essen und ein Stück Land auch in Verbindung treten. So, jetzt aber wieder zurück zur Anbauplanung. Gestern, Wolfgang Palmer hat das schon super umrissen, was quasi ein Marktgarten aufzeichnet und ich habe das jetzt nochmal runterbrochen, was typisch ist für einen Marktgarten in der Anbauplanung. Da ist eben einerseits definiert den Marktgarten natürlich die Vielfalt. Und in der Vielfalt wird man dann immer vieles, was auf Englisch Successions heißt, also den Anbau in vielen Sätzen haben. Und auch die vielen Sätze sind ja deswegen nötig, weil das Gemüse im Marktgarten, finde ich halt aus meiner Erfahrung, eher klein geerntet wird, eher wirklich auf die Schönheit Acht gegeben wird und die Sätze eigentlich relativ kurz beerntet werden und dann wieder in den nächsten übergegangen wird. Das Zweite, was den Marktgarten in der Anbauplanung definiert, ist einfach die exakte Planung, eben da eben das Timing, wir haben ein recht straffes Zeitkorsett, nachdem wir uns richten und natürlich die von allen geliebten Excel-Listen, die sind einfach super, um diese Pläne übersichtlich optisch darzustellen. Und ganz wichtig ist dieser Free Flow of Information bei uns am Hof, also der freie Fluss von Informationen. Das bedeutet, dass alle, die am Hof arbeiten, wissen, was, wann, wo gepflanzt wird und dass das nicht nur ich oder das Scott im Kopf haben, sondern dass die Info an alle Mitarbeiterinnen geht, überall aufgehängt ist und dass jeder quasi ein bisschen weiß, was Sache ist. Und natürlich die genauen Aufzeichnungen, ganz wichtig, dass man eben genaue Aufzeichnungen führt. Und da ist auch wieder, das ist wie beim Gärtnern und beim Kindererziehen, da muss jeder seinen eigenen richtigen Zugang finden, ja, für einen selber, was für einen selber passt. Ja, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern nur eigentlich unsere individuellen Zugänge. Und ich möchte ein paar Sachen zeigen, die wir machen bei den Aufzeichnungen. Wir haben eben einerseits also das Erntebuch, ja, das ist ganz zentral. Das liegt bei uns im Waschraum, wo das Gemüse quasi reinkommt und alles, was im Waschraum gewaschen wird oder reintragen wird, wird da drin aufzeichnet. Einfach mit der Hand, mit einem Kuli. Nach Tagen, die werden einfach
Tage aufgeschrieben, da dann das Gemüse und eben nach Bünden oder nach Gewicht oder nach Köpfen oder wie immer wir das System haben. Und das ist ganz wichtig und das geht ganz schnell und dann im Herbst nehme ich das und lege es auf meinen Schreibtisch und dann kann man das auswerten. Aber das ist einfach eine schnelle Sache, die da einfach leicht mitgeht in der Saison. Dann, was ich noch ganz gern verwende, ist das Ding. Da habe ich einfach so ein Clipboard, wo ich immer alle Listen, Excel-Listen drinnen habe und alle möglichen Zetteln. Und was ich mir schon immer vorher überlege, ich sage immer, während der Saison habe ich keine Zeit zum Denken, weil da laufe ich eigentlich nur und reagiere. Und es ist ganz wichtig, dass ich mir alles, was ich aufzeichnen will, mir schon vorher anlege in eben so irgendwelchen Tabellen und Excel-Sheets und dass ich dann nachher in der Saison das schon drin habe. Und ich tue mir dann parallel dazu, ich habe einen Kalender mit so einer, wo auf der anderen Seite ein Kalender ist, auf der anderen Seite einfach so, wo ich Listen machen kann. Und in den Kalender schreibe ich mir dann schon immer am Beginn der Saison rein, zum Beispiel im Juni, Anfang Juni, Paradeiser, bonitieren, kreuzen, selektieren. Dann weiß ich, wenn ich Anfang Juni einfach ausschlage die Wochen, dann steht das schon drinnen und ich weiß, okay, ich muss mich erinnern, dass jetzt Zeit ist, einfach Selektion und Kreuzungsarbeiten zu machen. Und dann da drinnen habe ich dann schon die entsprechenden Bonitierzetteln und somit brauche ich dann quasi, muss ich mich nicht daran erinnern, weil das tue ich schwer in der Saison, da habe ich einfach keine Zeit dafür und da steht das da schon drinnen. Ganz wichtig ist, dass das einen Deckel hat. Ich habe früher das ohne Deckel gehabt und das lasst man sehr gern irgendwo im Feld liegen, blöttern, wenn dann regnet es drauf. Was auch schon gestern erwähnt worden ist, ist, dass Fotos. Fotos sind eine super klasse Dokumentation und ich selber habe selten das Handy mit, weil es ist einer der, ich finde, das ist ein Luxus von meinem Beruf, dass ich nicht immer das Handy dabei haben muss, dass ich nicht immer die Elektronik verwenden muss und dass ich schwer erreichbar bin. Das mache ich bewusst so. Und ich mache dann, ich habe eine schöne Kamera, ich tue gerne fotografieren und ich gehe quasi einmal in der Woche, nehme ich mir einfach die Zeit in der Abend oder früh und ich gehe einmal ums Feld und fotografiere einfach. Ja. Und das sind Fotos, die ich dann im Herbst habe, wo ich dann, wenn mir irgendwas nicht klar ist, dann kann man immer nachschauen und das ist einfach eine gute Art und Weise zu dokumentieren. Aber wie gesagt, es gibt da viele verschiedene Zugänge und da muss man echt seine eigenen individuellen finden. Hoppla. So, die Vorgehensweise bei der Planung ist jetzt so, in dieser Anbauplanung, man ermittelt von hinten nach vorn, das heißt, zuerst überlege ich mir die erwünschte Erntemenge und aus dieser Erntemenge leite ich dann alle wichtigen Entscheidungen ab, also die Entscheidung über Pflanzzeitpunkte und Aussaatzeitpunkte, die Entscheidung, wie viel Pflanzen ich pro Satz brauche, die Auswahl der Sorten pro Satz, die Frage, wie viel, also die Anzahl der Jungpflanzen oder Samenkörner pro Satz und die Beetfläche, die ich pro Satz brauche. Das Gemüse wird in dem System in 4 Kategorien eingeteilt, nämlich ein lagerfähiges, also und diese Kategorien sind glasweit, die verwende ich dann auch für die Feldplanung. Natürlich wird das dann noch in Familien unterteilt, aber ich finde das habe ich auf der Uni so gelernt, dort in Santa Cruz, und ich finde das irgendwie sinnvoll. Also es gibt einerseits, die erste Kategorie ist eben das lagerfähige Gemüse, wo ich einen Satz anbaue und das dann auf einmal ernt. Das kann entweder Gemüse sein, das direkt gesät wird oder in Vorkultur gezogen wird. Dazu zählen zum Beispiel Kartoffeln, Knoblauch, Zwiebeln, Lager, Karottenlager, Rohnen, Kürbisse und solche Sachen. Dann die nächste Kategorie ist das nicht lagerfähige Gemüse, das in einem oder nur wenigen Sätzen angebaut wird und mehrmals geerntet wird und es kann ebenfalls direkt gesät oder vorgezogen werden. Dazu gehört vor allem das gesamte Fruchtgemüse, also Zucchini, Gurken, Melonen, Paprika, Paradeiser, die Erdbeeren, aber auch, ich zähle auch den Mangold und Grünkohl dazu. Dann haben wir das Gemüse, die letzten 2 Kategorien sind die Gemüsearten, wo jeweils mehrere Sätze gepflanzt werden und das auch mehrmals beerntet wird. Und da unterscheide ich dann zwischen dem Gemüse, das in der Vorkultur gezogen wird, wie Salat, Brokkoli, Kohlrabi, Kaffiol, Fenchel, Frühkraut, oder eben das direkt gesät wird, wie Karotten, Rohnen, Asesalat, Spinat und die Kräuter, Koriander, Dill. Ich habe mir gedacht, wir rechnen jetzt kurz ein Planungsbeispiel durch. Es gibt diese Ressourcen auch online von der University of California, wo ich war, und die haben ein Open Source quasi, also Teaching Resources, die da auf der Webseite sind, die man sich runterladen kann. Ich habe das jetzt aber adaptiert also übersetzt und adaptiert, weil dort ist natürlich alles in Inches und Feet und wenn man sich da nicht gut auskennt, dann ist es so ein bisschen verwirrend und ich habe das eben ins metrische System ein bisschen umgewandelt und da ein bisschen einfach vereinfacht. Wir nehmen für das Planungsbeispiel jetzt an, dass wir Agilavi mit 40 Ernteteilerinnen haben, dass wir 26 Wochen lang verteilen, dass wir zweimal in der Woche ernten, was ja auch der Realität der meisten Betriebe entspricht, dass der Anbaubeginn Mitte März ist und der Verteilsbeginn Mitte
Mai und dass wir Beete haben, die 1,50 breit sind von Beetmitte zu Beetmitte und 30 Meter lang. Und das erste Beispiel, das ich bringen möchte, ist gleich der Salat. Das ist ein recht leichtes Beispiel, aber ich habe mir gedacht, das passt gut zur Demonstration. Also das Erste, was ich mir überlegen will, ist natürlich, wie viel wir wöchentlich von einer Kultur beernten, was ist mein Ernteziel, und das kann ich entweder nach Gewicht oder eben nach Stückzahl oder Bundzahl eruieren. Beim Salat, bei einer Gelavi ist es super, wenn man einen Salathäuptel pro Woche in den Anteil geben kann, das heißt, ich brauche 40 Häuptel Salat bei 40 Anteilnehmern. Da kalkuliere ich jetzt 25% dazu, um etwaige Feldverluste wettzumachen. Es kam immer wieder davor, dass Mäuse was, dass ein Hase reinkommt, dass Wühlmäuse da sind, dass man beim Jäten irgendwas mitnimmt. Das heißt, dann brauche ich quasi, um sicher zu gehen, 50 Häuptel Salat pro Woche. Dann ist die nächste Frage, wie lange will ich ernten? In dem Fall habe ich 26 Verteilswochen, komme ich auf 1300 Pflanzen, die ich pro Saison ernten will. Dann ermittle ich eben die Zahl der Pflanzen, die ich pro Aussaat brauche. Da quasi muss ich mir überlegen, wie lange eine Gemüseart beernten kann, wie viel ich von einer Pflanze ernten kann und wie lange ich von einem Satz ernten kann, bevor die Qualität leidet. Und beim Salat ist es so, dass man quasi einen Kopf pro Pflanze ernten kann, das ist recht leicht. Und wir in der Südsteiermark gehen davon aus, dass wir einen Salatsatz ca. 2 Wochen beernten. Bei uns wird es recht schnell recht warm, länger geht es meistens nicht, im Frühjahr eventuell ein bisschen länger, aber prinzipiell nehmen wir einfach an, dass wir einen Satz für 2 Wochen beernten. Das heißt, wenn wir 50 Pflanzen pro Woche brauchen oder 50 Häuptel, dann brauchen wir 100 Pflanzen pro Aussaat, pro Satz. Da werden jetzt wieder 25% dazu kalkuliert für etwaige Fehler in der Vorkultur. Es kann sein, dass etwas schlecht keimt oder dass etwas von einer Maus im Anzuchthaus gefressen wird oder dass es Probleme gibt mit der Bewässerung oder wie auch immer. Das heißt, um sicher zu gehen, werden 125 Pflanzen in der Anzucht stehen haben. Und das muss ich jetzt natürlich wieder angleichen, die Zahl an die Anzuchtplatten, die wir verwenden. Und in Österreich ist es sehr üblich, die 77er Quickpots zu verwenden oder Erdwürfel. Und wir haben in Kalifornien viel kleinere Aussaatplatten verwendet. Und ich habe das dann verglichen und bin draufgekommen, dass da jetzt nicht so viel Unterschied besteht zwischen einer 77er und einer 144er in der Pflanzqualität. Und deswegen sind wir quasi, verwenden wir die 144er Quickpot-Platten. Es ist für uns von Vorteil, weil unsere Anzuchtplatz einfach beschränkt ist und wir dadurch viel mehr Pflanzen in die Anzucht hineinbekommen und auch weniger Erden brauchen, natürlich weniger Substrat, und es kommt uns dann billiger. Das heißt, wir verwenden 144er Quickpots, und das heißt, ich bräuchte eben 144, einmal eine 144er Platte alle 2 Wochen, die ich aussehen würde. Das nächste, was wir uns überlegen, ist die Anzahl der Aussaaten der Aussaaten und der Sätze, die ich einfach brauche. Also hier, wenn wir alle 2 Wochen einen Satz machen, für 26 Wochen kommen wir auf 13 Sätze. Und dann überlege ich mir noch genaue Tage und Daten, an denen ich die Aussaaten mache. Und da muss ich jetzt mir wieder überlegen, wann will ich ernten, wann ist mein erstes Erntedatum. In dem Fall haben wir gesagt, dass wir quasi Anfang Mai, Mitte Mai verteilen anfangen wollen, unseren Salat. Das heißt, da muss ich zurückrechnen, und das ist eben etwas, wo ich die Information brauche, wie lange braucht eine Kultur von Auspflanzung bis zur Erntereife. Und beim Salat würde ich sagen, sind es 30 bis 40 Tage, da muss man eben schauen, dass man eben Info in der Literatur findet. Oder was ich jedem empfehlen kann, es gibt in Amerika in den Saatgutkatalogen, ist diese Info bei jeder Kultur und jeder Sorte dabei. Also wenn man auf die Webseite von Johnny's oder High Mowing geht, gewisse Sorten sind ja dort ähnlich, kann man diese Informationen dort rausholen. Das sind natürlich nur Durchschnittswerte, aber es hilft trotzdem sehr bei der Planung. Und dann muss ich natürlich die Anzuchtzeit auch noch mit berücksichtigen. Und wir rechnen immer Pi mal Daumen 30 Tage, dass eine Kultur in der Anzucht braucht. Wobei man natürlich auch im Frühjahr ein paar Tage dazu rechnen muss. Und im Sommer ist es ein bisschen entsprechend kürzer. Und wir quasi, wenn man in unserem Beispiel jetzt sagt, wir wollen Mitte Mai Salat verteilen, 30 Tage mindestens am Feld, sind wir bei Mitte April, rechnen wir ein paar extra Tage dazu, weil es ein bisschen länger dauert im Frühjahr vielleicht, dann 30 Tage Anzucht plus ein paar extra Tage für die Frühjahrsanzucht, dann sind wir dann circa bei Anfang März mit dem ersten Aussaatdatum.
Und dann quasi wollen wir alle 2 Wochen ernten, werden dann alle 2 Wochen aussehen. Und wir haben das dann so gemacht auf der kleinen Farm, dass wir die Aussaattage natürlich standardisiert haben um den 1. und um den 15. des Monats herum. Das heißt, wir haben 2-mal Anzuchttage im Gewächshaus und das jeweils am Anfang und der Mitte des Monats. Und ganz wichtig ist dabei, das sind aber die Erfahrungswerte und da sind die Aufzeichnungen ganz wichtig. Umso genauer man über das Jahr quasi aufzeichnet, wie lange etwas braucht, von Anzucht bis Erntereife, das sind einfach Informationen, die dann wahnsinnig helfen in den Jahren drauf. Dann rechne ich mit einem Saatgutbedarf und die Kosten, wenn ich es dann genau wissen will. Das heißt, überlege mir einfach, wie viele Pflanzen ich gesamt in der Saison brauche. Wenn ich 144 Pflanzen pro Aussaat habe, 13 Mal aussehe, komme ich auf 1872 Pflanzen. Beim Salatpflanzen ist es ja so, dass oft zwei Samen reinfallen, die sind ein bisschen schwierig zu handeln, wenn man da mit der Hand sät, außer das Saatgut ist billetiert, aber bei uns, wir tun ja sehr viel selber vermehren, ist es auch nicht. Das heißt, ich würde auf 2500 Samen aufrunden und es wird ja Samen, wenn er oft nach Gewicht verkauft, dann muss man dann einfach aus dem 1000 Korngewicht die Menge rechnen, die man dann bestellen soll. Und da würde ich ja empfehlen, dass man wirklich schaut, wie lange ein Saatgut keimfähig bleibt. Wenn man quasi eine Sorte hat, wo man weiß, die funktioniert gut am Betrieb, dann macht es Sinn, einfach Saatgut in größeren Mengen zu bestellen, weil das signifikant billiger ist, als wenn man immer kleine Mengen jährlich bestellt. Gut, das nächste Beispiel, das ich bringen möchte, ist von der Direktsaat. Eben ein Beispiel Karotten, eben wieder eine Kultur, die bei uns mehrmals gesät und mehrmals beerntet wird in mehreren Sätzen. Wir haben da das Ernteziel wieder von 40 Bünden Karotten pro Woche. Karotten ist wieder Salat, wieder etwas, das kann man 26 Wochen lang geben, das ist das Standardgemüse, das jeder gern isst. Wir geben gern 10 Karotten in den Bund, das heißt, ihr braucht dann 400 Karotten pro Woche. Wir quasi, bei uns hat sich so herauskristallisiert, das ist auch Erfahrungswert, dass wir ca. 8,5 Wochen die Karotten in einem pro Satz beernten. Bei 26 Verteilswochen, die wir da annehmen, hätten wir dann eben 3 Sätze, da kommen wir auf 8,5 Wochen. Wenn wir die mal die 400 Wochen multiplizieren, die wir pro Woche brauchen, kommen wir auf 3440 Karotten, die wir gern in den 8,5 Wochen ernten würden. Und da würde ich dann wieder 25% dazu kalkulieren, komme ich dann auf 4300 Karotten, die ich pro Satz ernten möchte. Karotten werden direkt gesät und eventuell dann vereinzelt. Das heißt, ich komme dann auf 30 bis 40 Karotten pro Meter, davon sind 20 bis 30 Karotten vermarktungsfähig, die wirklich schön sind, weil die kleinen oder krummen, die gebe ich einfach so dazu, dann noch im Bund. Das heißt, bei den 4300 Karotten, wenn man die durch die 25 Karotten, die pro Meter dann rausbekommt, dividieren, komme ich auf 172 Reihenmeter, die ich dann brauche. Wir sehen 4 Reihen pro Beet, das heißt, ich brauche dann dividiert durch 4, 43 Beetmeter, die mit Karotten 4 reich ansehen werde. Unsere Beete sind ca. in dem Beispiel 30 Meter lang, das heißt, da würde ich eben 2 Beete mit je 4 Reihen sehen, um ein bisschen mehr Karotten, habe ich sogar ein bisschen mehr Karotten über, aber Karotten ist etwas, das kann man irgendwie, glaube ich, nie zu viel haben. Und da ist wieder ein Beispiel, wo man dieses French Intensive Marktgartensystem, das er da vor T macht, wo man da ein bisschen an die Grenzen kommt. Und die Karotten sind vielleicht ein gutes Beispiel, dass wir, wenn man am Anfang alle Karotten viereiig sieht, ja, und am Anfang ist, glaube ich, fünfreiig, also ganz viel, wie das Jean-Martin auch in seinem Buch beschreibt. Und es hat halt auch nicht jeder das Klima dazu, weil unten in der Steiermark, wir haben ein extrem feuchtes Klima, sehr pilzfreundliches Klima. Und da bei den Karotten geht das im Frühjahr, aber im Herbst zum Beispiel müssen wir die dann viel weiter auseinanderstellen, einfach weil wir sonst Probleme mit der Alternaria haben. Und das ist sicher so ein bisschen ein beschränkender Faktor mit dieser intensiven Bebauung für uns. Ja, und dann überlege ich mir eben wieder genauen Daten der Aussaaten. Da muss ich wieder wissen, wie lange es von Aussaat bis zur Erntereife braucht. Und bei den Karotten kann man davon ausgehen, dass es dass man die ersten kleinen Buntkarotten so circa nach 60 Tagen ernten kann. Und da muss ich wieder die Jahreszeit mit berücksichtigen. Das dauert dann entsprechend länger im Frühjahr. Das heißt, ich würde so früh wie möglich natürlich die Karotten sehen im Frühjahr, damit ich Mitte Mai überhaupt schon was zu verteilen habe. Das heißt, sobald die quasi im März in den Boden kommen. Und dann eben wieder, wir standardisieren die Aussaatdaten wieder, immer wo wir Direktsaaten immer so gegen den 1. oder Mitte des Monats machen, wenn das Wetter erlaubt. Und
Und da bei den Karotten wäre es eben so, dass wir dann quasi alle 8 Wochen sehen. Und bei Karotten ist ja etwas, wenn man dann, wenn man quasi weiter in den Herbst hineingeht und in den Winter, kann man die eigentlich bei uns bis Anfang August sogar sehen, weil es halt viel schöner und sinnvoller ist, dass man zu Weihnachten Karottenbünde geben kann, wie jetzt die Lagerkarotten. Die Leute mögen das einfach gerne. Und dass man da quasi mehr Sätze macht bei den Karotten, anstatt eben einen großen Lagersatz, finde ich dann auch sinnvoll. Und dann überlege ich mir noch den Saatgutbedarf und der richtet sich wieder nach der Art der Aussaat und da ist wieder die Frage, was ich da verwende, welche Art von Sägerät, ob ich das mit der Hand mache. Wir verwenden eben fürs Karottensäen die Earthways. Die Earthways ist so ein Saatgerät, so eine Saatmaschine, die Johnny's vertreibt. Das ist eine Saatgutfirma eben in den USA und das ist wirklich ein Gerät, das kostet glaube ich $70 oder vielleicht jetzt ein bisschen mehr. Das haben wir damals aus den USA mitgenommen und es ist einfach ein super klasse, simples Gerät, ist leicht, hat so viele Plastikteile, aber bei uns, wie gesagt, nach 10 Jahren funktioniert das noch immer super. Und was wir auch machen mit den Saatgeräten, oder wir gemacht haben am Beginn, wir haben einfach ein Leintuch aufgelegt und sie mit dem Saatgerät drüber gerattert, ein paar Meter, und haben dann wirklich pro Meter die Samen abgezählt und das alles dokumentiert, wie viele Samen wir quasi sehen bei einer gewissen Platte und dann mit einem gewissen Gerät. Und diese Aufzeichnungen sind etwas, was dann wirklich hilft, sowohl in der Berechnung des Saatguts, als auch später, wenn man weiß, wie dicht das Saatgut dann fällt und das nicht irgendwie schätzen muss. Und bei der Earthways kann man damit rechnen, dass 50 bis 60 Karottensamen pro Meter runterfallen, die man später ein bisschen vereinzeln oder wird meistens beim ersten Durchgang automatisch dann vereinzelt auf 30 bis 40 Karotten pro Meter. Und wenn wir dann 2 Beete haben mit 4 Reihen pro Satz, also 2 mal 30 Meter lange Beete sind 60, mal 4 Reihen mal 60 Karottensamen pro Meter, kommen wir auf 14.400 Karottensamen, die wir in der Saison brauchen. Mal 3 Sätze kommen wir auf 43.200 Karottensamen pro Anbausaison und das rundet man dann auf, so 50.000 Samen, die wir da brauchen. Und dann, so, und das war jetzt ganz viel sogenanntes Farm Math. Ja? Also das war ganz kompliziert, und aber es ist im Endeffekt, man macht das nur einmal. Ja? Man macht das einmal am Beginn, wenn man einen Betrieb gründet oder zu einem neuen Market Garden hinkommt, und dann lege ich diese Informationen in diesen Excel-Spreadsheets an und ändere das jedes Jahr dann nur mehr ab. Und ja, wie gesagt, ich liebe Excel, es ist einfach ein super Werkzeug und ich selber kann das nicht sehr gut mit Excel umgehen und ich kann die ganzen Befehle nicht, aber Gott sei Dank kann das Scotty und so, wie der Dominik gesagt hat, es kommt nicht darauf an, dass man alles kann, man braucht nur jemand anders, der das kann, was man selber nicht kann, und mein Partner und ich, wir tun uns da sehr gut ergänzen, glaube ich. Ich mache die Anbauplanung und sage genau, wie das haben wir, und er gibt dann die ganzen Befehle ein. Und genau, und eine Besonderheit, die wir dann auch noch haben, ist, dass wir sind sehr, also ich hoffe, es verwirrt euch nicht, es ist sehr englisch-deutsch gemischt. Wir sind eine internationale Familie und bei uns ist es üblich, dass wir einen Satz in Deutsch anfangen und auf Englisch aufhören, und dementsprechend ist ja dieses Ding so in German-Englisch quasi angelegt. Genau, und in der dritten, vielleicht die dritte Zeile möchte ich kurz erklären, da ist eben das Asia-Gründer Bok Choy. Als Kultur, das sind am Anfang sind immer die Kulturen gelistet, dann die zweite Kolumne listet quasi die Quickboot-Platte, die wir verwenden, beim Bok Choy ist es eben ein 144er, in der nächsten Kolumne schreiben wir ein, wie viele Sätze wir machen, wie viele Platten wir pro Satz sehen, das sind 3. Dann die nächste Kolumne, das haben wir heuer neu angelegt, weil wir heuer auf ein Hügelsystem umgestellt haben, da schätzen wir quasi, wie viele Hügel wir pro Satz bepflanzen werden. Und die nächste Kolumne ist dann offen, weil wir dann eintragen werden, quasi wie viel es dann im Endeffekt sein werden. Dann wie viel Korn wir brauchen pro Zelle, die wir da ansehen, wie viel Korn wir dann insgesamt brauchen pro Satz, 432. 5 Sätze machen wir, das heißt, wir brauchen 2160 Körner Saatgut, das stellt sich dann alles automatisch ein. Das nächste Kolumne schreiben wir die Sorten rein, die wir im Frühjahr verwenden, hauptsächlich den Preis, im Herbst den Shanghai Green und Preis. Und dann kommen eben einfach die Monate und wann wir sehen, also eben jeweils um den 1. und um den 15. herum. Und zum Schluss haben wir noch so Kultivierungsnotizen, die uns einfach wichtig erscheinen, die wir da reinschreiben. Das ist unser Direktsaat-Spreadsheet. Ja, wieder ähnlich, die erste Kolumne, da ist eben zum Beispiel eben wieder die Kultur, da eben die Ackerbohne, dann kommen wieder die Hügel, wie viel wir sehen, auf den Hügeln machen wir entweder 1 oder 2 Reihen, das ist dann diese nächste Kolumne, Rose Pro Hill, dann Successions, wie viele Sätze, bei den Ackerbohnen im einen,
Und dann kommen wieder die Monate und ihr seht bei, also zuerst FT, das sind die Folientunnelsätze, und dann kommt der März, da steht ASAP, das steht für ASAP, also as soon as possible, also so schnell, so bald wie möglich quasi. Und heuer war es bei uns so trocken, dass wir jetzt am Dienstag sogar noch die ersten Freilandsätze schon eingesät haben. Und dann hinten ist eben die Informationen zur Saatmaschine, wo wir in der Kolumne jeweils stehen haben, welche Saatmaschine wir verwenden, also entweder Sempner oder Earthways, welche Platten und welche Lochgröße, dann wie tief wir sehen und auch dann wieder gewisse Notizen zur Kultivierung, wie zum Beispiel, wenn wir was abdecken, Flammen und so weiter. Und dann haben wir noch einen speziellen Spreadsheet, für, wo wir nur noch einmal wichtige Informationen zu den Direktsaaten eben dazu schreiben. Und da auch wieder eben pro Kultur, wie viele Sätze, das ist noch alt, also da sind nur die Beete drinnen, dann genau die Sorten bei der Aussaat 1, 2, 3 und so weiter, die wir verwenden. Teilweise, wo es herkommen, die Aussaatdaten, wieder so circa, und dann steht daneben Actual Sowing Date und Harvest Date, also da schreiben wir dann dazu, wann wir dann wirklich zum Aussehen kommen, weil gerade bei der Direktsaat ist es natürlich sehr wetterabhängig, da kann es sein, dass man es 2 Wochen später aussät, und das schreiben wir, tragen wir dann da ein, und dann auch, wann wir das quasi diesen Satz zum Beernten anfangen, sage ich mal, tragen wir idealerweise ein, passiert nicht immer. Und das Thema gibt sich dann quasi, wie lang etwas braucht von Aussaat bis zum Ernte, das tragen wir dann auch ein, die Länge der Tage, und dann steht noch drinnen, genau, wie viel Saatgut wir brauchen, wie viel Beetmeter wir machen, wie viel Saatgut man insgesamt braucht, das 1000 Korngewicht und gewisse Notizen einfach. Genau, das war eigentlich der ursprüngliche Titel von dieser, also oder einer der vorgeschlagenen, wir planen und die Natur lacht, weil ja man so gut planen kann, wie man will und so viel Zeit verwenden kann, wie man will, aber es kommt dann da immer oft anders, wie man denkt. Und man sieht da ein Foto rechts oben von dem Starkregen, der 2018 uns heimgesucht hat, da gleich ein paar Mal, und der wirklich den Salat da einbetoniert hat im Boden. Und wo einfach unvorhergesehene Ausfälle passieren einfach. Die sind einfach Teil unseres Berufes. Wir arbeiten mit der lebendigen Natur. Und ja, jedes Jahr aufs Neue lernt man damit irgendwie umzugehen, sowohl anbaumäßig als auch selber psychologisch das irgendwie zu akzeptieren. Ich sage immer, das ist eine tägliche Übung als Bäuerin eigentlich, also zumindest für mich. Aber auch da, finde ich, immer bewährt sich die Vielfalt im Market Garden System. Also ich finde halt immer, umso vielfältiger man aufgestellt ist, umso eher gleichen sich Ernteausfälle aus, und man kann quasi den Ernteausfall einer Kultur mit einer anderen gut ausgleichen. Und das hat sich für uns eben wirklich da bewährt sich wirklich die Vielfalt. Beim Einschätzen von Erntemengen ist natürlich am leichtesten, wie zum Beispiel beim Salat. Gerade beim Fruchtgemüse ist der Ertrag einfach schwieriger abzuschätzen, aber da muss man sich einfach auf Erfahrungswerte, das ist wirklich wichtig, dass man diese Ernteaufzeichnungen macht. Und bei gewissen Gemüsen, gerade im Market Garden System, muss man wirklich schauen, wie lange man einen Satz einfach beernten soll und den einfach dann lassen, auch wenn er was umhängt. Man muss nicht jeden Satz beernten, bis wirklich nichts mehr da ist, weil ich finde einfach, das Gemüse, gerade bei Ernten, Erbsen und Bohnen und so weiter, das lässt einfach an Qualität nach, und wir persönlich finden es einfach besser, dass man dann eine Kultur dann irgendwann einmal einfach abmähen, anstatt dass man jetzt bis zum Schluss beernten. Gewisses Gemüse wie Buntkräuter, da überlegen wir uns auch, wie viel Bünde man pro Meter beernten kann für die Anbauplanung, gerade bei Koriander, Dill oder so, da kann man davon ausgehen, zum Beispiel 6 bis 8 Bünde pro Meter, dass das rausgeht. Und ja, Dokumentation, wie gesagt, ist wieder ganz, ganz wichtig, und aus dem kann man einfach sehr, sehr viel lernen für die nächsten Jahre. Weitere Überlegungen sind jetzt natürlich für die Feldplanung auch wichtig, und ich sage immer, idealerweise hat man ja sowas wie der Chaumartin-Fortier, ein ebenes Feld in einem Rechteck, das man super in 10 verschiedene Kompartements unterteilen kann und da einfach voll Glas rotieren kann drüber, das ist ja so ideal, ja. Aber leider ist es nicht die Realität, die wir alles haben. Ja. Also gerade in der Steiermark ist es ein bisschen hügelig, unser Feld ist südöstlich geneigt, umgeben von einer kleinen Straße, ist so rund, und ein Feldteil wird quasi von Mitte September bis Mitte März recht kräftig beschattet.
Also wir haben einfach, bei uns geht es einfach nicht, dass wir so planen, auch wenn es so eine Wunsch- und Idealsituation wäre. Und was wir machen, ist, wir verwenden einfach so ein Farbsystem, wo wir quasi diese vier Kategorien nochmal in Familien unterteilen, dem allen eine verschiedene Farbe geben und das dann hin und her verschachteln quasi und mit den Farben, das hilft, das macht es einfach übersichtlich, weil legt man sich ja vor 6 Jahren nebeneinander hin und das, da kann man, also für mich ist das einfach ein gutes System, mit dem ich gut arbeiten kann. Wobei ich sage, auch die Tanja hat das gestern gesagt, dass wenn man belebt, ich glaube, dass auch wenn man belebten Boden hat, kann man vielleicht ein bisschen eine kürzere Fruchtfolge machen. Ich glaube, dass das ein belebter Boden, oder hoffe ich, oder bis jetzt ist es so, dass das eigentlich gut funktioniert und dass wir bei manchen Kulturen auch nur eine 3-jährige Fruchtfolge einhalten können. Genau, und da sind noch weitere Überlegungen eben oben, über die ich quasi eh schon ein bisschen angerissen habe. Ja. Die Sortimentszusammenstellung. Das ist ganz wichtig, dass man sich da einfach gute Gedanken drüber macht. Bei einer gemeinschaftsgetragenen Landwirtschaft finde ich es immer klasse, wenn man zwischen 8 und 12 Gemüsearten hat, wobei wir gestern gehört haben, manche machen auch 6, also gibt's auch wieder, es gibt da keine allgemein gültige Wahrheit. Was immer man halt machen will, bei uns gibt es manchmal auch 15 und mehr in den Hochzeiten, also je nachdem. Aber wichtig, noch wichtiger ist die Anzahl des Gemüses, finde ich einfach das Sortiment. Selber freue ich mich, wenn ich einfach eine Sortimentszusammenstellung bekomme in der Woche, mit dem ich gut kochen kann. Ja, es nützt mir nichts, wenn ich nur Kohlrabi, Salat und ich weiß nicht, Grünkohl kriege. Sondern ich finde, es ist klasse, wenn man immer einen Salat dabei hat, immer irgendeinen Kräuterbund, ein Zwiebelgewächs, irgendein Wurzelgemüse, irgendwelche Blätter noch und dann eben auch ein Fruchtgemüse, wenn das dann reif wird, dass man da ein gutes Sortiment da hat. Also, dass man einfach damit gut was anfangen kann und gut kochen kann. Ich finde es also wichtig, dass das Standardgemüse immer dabei ist. Auch wenn man zum Beispiel das anzieht, Karotten anzubauen jede Woche und zu ernten, ist das einfach eine ganz wichtige Kultur. Die Leute mögen Karotten und die mögen Salat und deswegen finde ich, hilft es einfach, wenn man ihnen jede Woche Karotten und Salat gibt, da freut sich jeder. Und das gehört einfach so ein bisschen dazu. Und gleichzeitig im Umkehrschluss, dass man die Leute nicht überfordert mit einem Gemüse, das vielleicht nur ich gern habe, aber vielleicht nicht jeder dann jede Woche sehen will. Ich kann mich erinnern, in den USA hat so ein Freund von mir gegeben in der Market Garden und der hat Kohlrüben geliebt. Rutabagas heißen die auf Englisch. Ja, und der hat so viel Kohlrüben angebaut und die Leute, der war schon quasi bekannt dafür, diese CSA, dass man da ständig Kohlrüben kriegt. Aber da gibt es anscheinend eine Wahnsinnsvielfalt und da kann man sich ganz toll vertiefen, aber man muss halt schauen, was man den Leuten zumuten kann. Und auch, wie lange man Leuten ein bestimmtes Gemüse zumuten kann, weil zum Beispiel beim Kohlrabi im Frühjahr, der funktioniert natürlich super, den könnte man ewig anbauen, aber irgendwann einmal muss man den Kohlrabi einfach, ich habe jetzt zum Beispiel 2 Sätze im Frühjahr einfach weglassen, die würden da bei uns wachsen, aber ich verteile es einfach nicht mehr, weil wir gemerkt haben, bei den Verteilständen, die bleiben einfach liegen, ja, die Leute können keinen Kohlrabi mehr sehen irgendwann einmal und ja, das muss man dann halt auch irgendwie anpassen. Und wenn man auf den Markt geht, ist vielleicht gut, dass man sich überlegt, was sind meine Cash Crops? Mit welchen Gemüse kann ich einfach gut Geld machen? Ja, wir müssen alle wirtschaftlich überleben und es gibt gewisses Gemüse, das einfach nett ist, schön ausschaut, aber wo man vielleicht nicht so viel einnimmt und es gibt einfach Gemüse, mit dem man ein bisschen Geld machen kann und dass man das quasi wirklich überlegt, was sind meine Cash Crops und was tue ich da quasi dazu kombinieren dann. Und ganz wichtig, und das hat der Wolfgang Palme gestern gesagt, man kann sich sehr verzetteln da in der Vielfalt. Und dass ich mir wirklich überlege, welche, also bei der Sortenauswahl mir ein bisschen durchüberlege, welche Sorten quasi sind schön, sind Raritäten und welche Sorten sind aber einfach, produzieren einfach. Ja, also sind Erwerbssorten. Am samenfesten Bereich gibt es einfach Sorten, die erwerbstark sind und die kombiniert dann mit Raritäten. Also ein Beispiel für mich sind die Melanzane im Folientunnel. Da gibt es wirklich gute Erwerbssorte von Bingenheimer. Das heißt, das ist die Zora, die baue ich hauptsächlich an und dann 20% dazu, irgendwelche schönen gestreiften und weißen, wie auch immer. Und die lege ich dann einfach dazu rauf. Ja, weil die Leute wollen eh gerne die schwarzen, aber es schaut einfach dann vielfältiger aus am Markt, wenn ich das ein bisschen mische. Ja, das ist etwas, wo man quasi hinkommen will zu einer reichen Ernte. Und das System der Anbauplanung, da bedarf es dann viel Rechnerei, aber was mir halt gut gefällt, ist, dass man sich wirklich am Anfang bei der Betriebsgründung ganz intensiv mit jeder Kultur auseinandersetzt, da wirklich ein Bild im Kopf hat von jeder Kultur und sich wirklich das ganz intensiv durchüberlegt und dann kann man es halt jährlich anpassen. Und umso öfter man das macht, umso mehr Übung hat man dann und es geht dann auch recht schnell. Und es ist schon klar, manche von euch gedacht haben, das ist ja wahnsinnig großzügig kalkuliert, da wäre wahnsinnig viel Überschüsse. Und das stimmt schon. Das ist
auch so ein bisschen mein persönlicher Zugang. Ich habe lieber gern zu viel Gemüse wie zu wenig. Damit kann ich halt besser leben. Manche Leute können knapper kalkulieren und gehen damit gut um. Aber ich mag gern, wenn ich das jetzt viel habe, und überlege mir lieber, was mache ich mit meinen Überschüssen. Weil die kriege ich immer irgendwie los. Und wie gingen die Überschüsse eben so los, dass wir haben einen Markt, also gehen quasi eine Verteilstation bei uns ist auf dem Markt von der Herz-Jesu-Kirche und wir verteilen quasi bis 5 Uhr und der Markt geht aber bis 6 Uhr und alles, was man nach 5, was nicht verteilt ist, da stehen dann schon die Leute an und freuen sich schon, was gibt es heute zum Kaufen quasi. Und das ist ein ganz interessantes psychologisches Phänomen, nur weil man unser Gemüse nicht immer kaufen kann, ist das irgendwie begehrter. Ja? Also das ist, da freuen sich die Leute schon quasi, was gibt es heute. Und das ist eine gute Möglichkeit für uns, das extra Gemüse dann loszuwerden. Und das kalkulieren wir dann im Umkehrschluss dann wieder rein in unser Budget quasi. Das wissen die Leute, dass wir Marktverkäufe machen und das subventioniert dann auch den Preis des Ernteanteils. Und wenn man quasi, in manchen Zeiten hat man extrem viel Gurken oder extrem viel Zucchini, ich sage immer, damit man für die ganze Verteilsaison, gerade beim Fruchtgemüse, genug hat, hat man immer eine Schwemme. Die ist einfach ein Teil davon, dass man 2-3 Wochen vielleicht eine Schwemme von Fruchtgemüse hat. Und da ist gut, dass man gewisse Kooperationen hat mit zum Beispiel Restaurants, die dann gern große Mengen abnehmen. Und in Graz gibt es ein vegetarisches Restaurant, wo wir quasi dann solche großen Erntemengen hinliefern können. Da kriegen wir jetzt keinen super Preis dafür, aber es ist einfach eine Möglichkeit, die großen Mengen dann gut loszuwerden. Und da ist halt auch wichtig, genau, dass jeder sich das überlegt, was mache ich mit den Überschüssen, wie geht damit um. Gut, wer noch quasi mehr und weiter in die Anbauplanung eintauchen will, wir bieten am 18.03. bei uns am Hof nochmal ein Seminar dazu an, wo man mit Beispielen dann selber durchrechnen kann und dabei von uns betreut wird. Also wer will, ist da herzlich eingeladen zu kommen. Und diese Seminare sind im Teil unseres Seminarprogramms. Wir haben alle 2 Wochen Seminare zum Market Gardening, immer mittwochs so um 4 herum, wo man in verschiedene Themen eintauchen, eben von der Anbauplanung über Bodenthemen, über Nützlinge und Krankheiten und alles Mögliche und Fermentieren. Und also wir machen da ganz viel. Das Programm ist dann online auf unserer Webseite kleinefarm.org. Und ja, Bildung ist uns einfach auch so ein zentrales Anliegen. Ich finde es ganz wichtig, dass die gärtnerische und landwirtschaftliche Arbeit wieder anders wahrgenommen wird in unserer Gesellschaft und diese Renaissance erfährt, die eigentlich schon spürbar ist, auch in den USA. Und dass die weggeht von dieser sinnlosen Tätigkeit, weil nur sagen wir so viel Arbeit und das ist irgendwie so etwas, da braucht man überhaupt keine Ausbildung dafür, sondern dass wir da irgendwie wegkommen davon und das wirklich wieder sehen als das, was es ist, nämlich eines der wertvollsten Beiträge zu unserer Gesellschaft, nämlich unsere Arbeit ist das, was unsere Gesellschaft gesund erhält, ja, aus dem wir alle gemacht sind. Und ich glaube, dass das wieder etwas ist, dieses Bewusstsein müssen wir wieder in die Köpfe der Menschen bringen. Und ich glaube, das bringen wir nur da rein, dahingehend dorthin, wenn wir uns bewusst sind, dass das da ganz viel Bildung braucht, diese Arbeit gut machen zu können. Also für mich ist es immer ganz faszinierend, dass in Österreich quasi jemand in 4 Wochen einen landwirtschaftlichen Facharbeiterabschluss bekommen kann. Weil ich denke mir immer, die gärtnerische Arbeit, ich finde, es gibt nichts, was so kompliziert und intellektuell herausfordernd ist und wo man sogar nach einem Leben, wenn man sich lebenlang damit beschäftigt, habe ich das Gefühl, kratzt man immer nur an der Oberfläche. Also das ist etwas, wo ich denke, ganz wichtig, dass da einfach mehr Ausbildungen, dass man da einfach wieder der Ausbildung diese Wertigkeit gibt, die sie eigentlich verdient. Und wir haben auf der kleinen Farm eine ein- oder bis zweijährige Ausbildung zum Market Gardener bieten wir ihm an und das kann man auch kombinieren mit der modulen berufsbegleitenden Facharbeiterausbildung in Langenlois. Ja, und ich finde eben wichtig auch deswegen, dass wir wieder mehr werden, weil obwohl 80% der Weltbevölkerung von Kleinbauern ernährt wird, ist es doch so, dass wir hier im globalen Norden die Letzten unserer Art sind. Also es beschäftigen sich eigentlich weniger als 3% der Menschen hier im globalen Norden mit Nutzpflanzen beruflich, mit Kulturpflanzen. Und das ist, finde ich, ganz leichtsinnig und traurig, weil wir halten eigentlich ein Generationenerbe in unseren Händen. Die Kulturpflanzen, die wir zurzeit, mit denen wir arbeiten, sind über Generationen durch viele Gärtnerhände gegangen. Die haben wir jetzt in unseren Händen, die müssen wir verwalten und dann gut bearbeitet an die Zukunft weitergeben. Und das ist eine immense Verantwortung, die wir tragen. Und deswegen finde ich ganz wichtig, dass wir wieder mehr werden. Und da schließt sich jetzt irgendwie so ein bisschen der Kreis zu dieser Veranstaltung.
es ist einfach für mich total schön zu sehen, wie viele da halt kommen sind, wie wir da im Wachsen sind in Österreich auch zu spüren, welche Geisterkooperation zwischen uns herrscht, weil wo der Wettbewerb uns hingeführt hat, das haben wir gesehen beim ersten Vortrag gestern. Und ich glaube, wir müssen da ganz woanders hin und da ist ganz wichtig, dass man miteinander anders umgeht, dass man einfach viel kooperieren, viel austauschen. Und in dem Sinne danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen eine gute Ernte heuer und ich freue mich auf einen weiteren Austausch. Danke. Ja, vielen Dank, liebe Uli, für den motivierenden und inspirierenden Vortrag. Der Raum ist jetzt offen für Fragen. Vorher möchte ich nur kurz sagen, ich finde das sehr toll und ich finde, das zieht sehr durch die Veranstaltung durch, das Kooperieren statt der Konkurrenz. Und ja, das sollte man sich, glaube ich, aufheften. Das führt zu Erfolg, glaube ich. Aber wenn es im Moment vielleicht manchmal schwierig ist. Ich habe zwei kurze Fragen. Einmal, ich habe gesehen, da steht GELAVI. Was das vielleicht heißt. Und das andere, ihr zieht eure Sorten oder ihr verwendet samenfeste Sorten und zieht die auch selber an. Ist das integriert im Market Garden oder gibt es einen extra Bereich dann, wo man dann wegen dem Saatgut, also dass man das Saatgut dann bekommt? Oder habe ich das? Also ihr zieht euer eigenes Saatgut vor, genau. Ja. Gibt's das, ist das im Market Gardening drin oder gibt es dann extra Raum dafür? Also die erste Frage, GELAVI bedeutet, also gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft und ich weiß, ihr nennt es SOLAVI und ich habe das damals, das war eine relativ jung, die Bewegung da in Österreich 2011 und ich habe das einfach so, das war meine Übersetzung von Community Supported Agriculture, gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft und wir haben das dann beibehalten und das wird so im Grazer Raum auch ein bisschen verwendet, einfach dieser Ausdruck. Wir ziehen alles selber vor und bei den Jungpflanzen hat sich bei uns so einen eigenen, einen eigenen Betriebszweig entwickelt, weil es in Graz Jungpflanzenmärkte gibt und weil wir selber Jungpflanzen am Hof dann auch vermarkten. Aber wir quasi, das ist alles ein Budget. Also alle Einnahmen, die wir durch die Jungpflanzen machen auf den Märkten, wird wieder ins Budget reinberechnet. Und es ist kein extra Betriebszweig, sondern das ist ein gemeinsamer Betriebszweig. Und die Sortenerhaltungsarbeit, findet auch im Rahmen der GELAVI oder des Market Gardens im Start. Es ist einfach auch Teil davon, weil ich finde es immer schwierig, so diese Anteile zu trennen. Und ich muss nochmal sagen, wir vermehren nicht alles. Also das wäre wirklich da, das wäre, glaube ich, unmöglich. Oder wäre schon möglich, aber da bräuchte man einfach viel mehr Ressourcen. Aber wir vermehren circa ein Viertel der Sorten selber. Die Frage war jetzt noch, ob wir das auf den normalen Beeten machen, ob es Vermehrungsgarten ist. Wir haben es früher auf den normalen Beeten gemacht, aber nachdem wir ein paar Mal eheliche Auseinandersetzungen gehabt haben, weil das gerade über jede Vermehrungskultur drüber gerattert ist, machen wir jetzt das sehr getrennt, haben wir einen eigenen Vermehrungsgarten und das funktioniert für uns sehr gut und wir haben zwei Isolationstunnel, die wir stehen haben, wo wir die Sachen, Sorten rein vermehren können. Ich möchte genau diese Saatgutvermehrung, gerade Sortenerhaltung, ansprechen, und zwar dich auch als Juristin. Wo ist diese graue Zone eigentlich für uns kommerziell Gemüsesorten, die nicht unbedingt in einem Zulassungskatalog aufgelistet sind, zu verkaufen? Ja, da gibt es das bäuerliche Sortenprivileg und es ist nicht so schwierig, dass man Sorte als bäuerliche Sorte quasi, also es gibt ein Züchtungsprivileg und ein Landwirteprivileg, dass man das da anmelden kann und verkaufen kann in kleinen Mengen. Aber da kann man sich gerade bei der Achenoa erkundigen, da gibt es ja viele Informationen drüber. Hat das in eurer Anbauplanung auch Gründüngungen mit drin und wenn ja, wo integriert ihr die? Genau, das ist eine wichtige Frage, das wollte ich einbauen, habe ich dann vergessen zu erwähnen. Gründüngungen sind ganz wichtig für uns. Wir haben quasi einen beschränkten Zugang zu Kompost und deswegen ist bei uns die Gründüngung ganz wichtig zur Haltung der Bodenfruchtbarkeit. Wir haben relativ große Fläche, 1,5 Hektar, aber bei uns steht auf jeder Fläche im Jahr nur eine Kultur und sobald die Kultur abgeerntet wird, kommt sofort eine Gründüngung drauf. Das heißt, wir haben quasi jetzt nicht so einen kompakten Anbau, aber eben dadurch, weil wir immer gleich nach jeder Kultur wieder den Boden beleben mit einer Gründüngung.
Da verwendet man ganz viele verschiedene Mischungen, je nach Jahreszeit. Und da kann ich wirklich empfehlen, das ist ein Tipp, den ich von Philipp bekommen habe, Christoph Zerfuchs, der kennt sich da super aus. Und da gibt es einen ganz klassen Berater von der DSV, der Deutsche Saatgut, irgendwas. Genau, die da Mischungen eben beraten über Mischungen. Und da muss man wirklich anpassen an seine Bodenverhältnisse und an die entsprechende Jahreszeit. Weil du gemeint hast, diese Hills, auf denen ihr jetzt anbaut, ist das jetzt eine Abwandlung von den normalen Permabeeten oder ist das eh das, was man unter den Standard-Permabeeten versteht? Es ist, also die Hügel sind permanent bei uns oder werden irgendwann einmal permanent sein. Wir sind da wirklich gerade in der Umstellung. Es ist ähnlich wie das System Naturiell, wobei der Hügel, wenn er mal ist, eben bleibt und da wird quasi zur Primärbodenbearbeitung, wird das Feld nicht irgendwie gewendet, sondern nur aufgehügelt. Okay, und ist das gleich breit wie ein Permabeet oder ist das schmäler? Nein, die Hügel sind schmäler. Also bei uns ist es so, das System sind zwei Hügel, circa in einer Breite von, also jeder Hügel ist dann circa 60, 65 Zentimeter breit. Und das ist jetzt die neue Variante nach den normalen Permabeeten, genau, die ihr davor verwendet habt? Genau. Genau, also weil bei den vorigen Beete, da haben wir eben schon teilweise noch andere Bodenbearbeitungsgeräte verwendet und wir haben einfach gemerkt, dass das für uns, wir sind auf einem Hügel und Erosion ist für uns ein Riesenthema und wir haben einfach gesehen, umso schonender wir diese Primärbodenbearbeitung machen, umso besser ist es für uns und das haben schon einige Leute vor uns angefangen mit dem Hügelsystem zu arbeiten, also wir haben das beim Rudi Hoheneder angeschaut, der mit dem Naturiellsystem arbeitet und dann ist die Anna Ambosch vom Jackelhofer umgestiegen, also haben uns das dort angeschaut. Und waren dann die Anna zu ähnlichen Verhältnissen wie wir, dass sie eben teilweise auf dem Hügel arbeitet und wir haben einfach gesehen und auch mit Gesprächen mit dir gesehen, dass das einfach ein super System ist und haben dann auch dementsprechend umgestellt. Wie sieht bei euch dann die Bodenbearbeitung aus und wie arbeitet ihr die Gründüngung ein? Also es wird eben, wir haben eben ein Gerät, das ist eben dieses Hügelgerät, das wird am Traktor angehängt, das sind zwei so Hügelscharen, die quasi so, das sind so zwar so, wie man das technisch nennt, und die werden beim Traktor hinten herzogen und die hügeln quasi die Erde zu einem Hügel auf. Und wenn wir Gründüngung anbauen, wird die abgehäckselt und dann ein Hügel drüber gezogen, dann verrottet die, das ist dann wie so ein kleiner Komposthaufen, schaut das eigentlich aus. Und dann wartet man 2-3 Wochen, dann wird nochmal drüber gehügelt und wieder angebaut. Ich hoffe, dass die Person im Mikrofon so eine Frage ist, wie konkret mit der Anbauplanung dann arbeitet im Betrieb. Ist das dann eine Person, die das im Blick hat oder habt ihr das ausgedruckt? Oder wie funktioniert damit der Rückfluss der Informationen in die Anbauplanung? Genau, das habe ich am Anfang gesagt, also ein wesentlicher Teil bei uns bei der Anbauplanung ist eben der Art oder bei unserem System oder im Market Garden System sollte eben sein der Free Flow of Information, der freie Fluss der Informationen. Das heißt, die Anbauplanung mache hauptsächlich ich, aber natürlich, das Gott wirkt natürlich auch mit, aber was wir halt haben, ist, dass wir alle Menschen, die im Betrieb da sind, eingebunden sind und mir ist ganz wichtig, dass quasi nicht ich nur die Information in meinem Kopf habe und ich so der allwissende Mensch bin am Hof, sondern dass jeder die Information hat und jeder weiß, was Sache ist und jeder dann quasi mit auch Sachen eintragen kann und gerade die Poniturarbeiten, die werden ja oft aufgeteilt auf alle, da werden alle eingeschult. Ich denke mir immer, umso mehr man Verantwortung abgeben kann, umso mehr jeder Verantwortung übernehmen kann, umso lustiger ist auch das Arbeiten für die betreffenden Menschen und umso leichter du immer dann auch. Das macht sich dann mit Listen? Genau, mit diesen Excel-Listen und Bonitierbögen, die genau ausgedruckt, ja, die ich dann schon vor im Beginn der Saison im Ausdruck und an alle verteile und wo ich dann auch die Leute wirklich einschule. Ganz kurz vielleicht zu den Listen, du hast die Clipboard, okay? Tragst du dann in diese Listen einfach neue Informationen ein, die du dann sammelst im Laufe eines Tages? Also du hast so Standardlisten, die sind vielleicht zum Teil voll, zum Teil leer und du tragst dann das, was dir jetzt gerade einfällt oder an Infos anfallen, in diese Listen dazu ein? Genau, wobei die Liste, ich mache das nicht jeden Tag, ich habe nicht jeden Tag die Liste mit, sondern okay. Ich habe das quasi so, dass ich quasi mir gewisse Tage habe, wo ich einfach weiß, da habe ich die Zeit oder manchmal ist meistens ist es eh nach der quasi Arbeitszeit, dass ich noch eine Feldrunde mache und mir die Sachen dann eintrage, aber wir haben dann schon gewisse Fokuspunkte, wo ich dann eben im Kalender eintrage, in der Woche bonitiere man zum Beispiel das oder das und wo dann auch alle mitbonitieren oder alle beteiligt sind an dem Prozess. Genau, aber es ist quasi schon, also ich mache das nicht ständig, ich habe das nicht ständig mit, das geht gar nicht. Ja. Sondern ich versuche einmal in der Woche mir dafür Zeit zu nehmen. Oder wenn ich mir gewisse Sachen ausfallen, ich gerade denke, dann schaue ich, dass ich es an dem Tag noch eintrage einfach. Aber gerade bei den Ernteaufzeichnungen macht es halt Sinn, dass man das am Erntetag macht und an gewissen anderen Tag, dass man sagt, okay, man tut halt kreuzen, du sowieso immer um 6 in der Früh oder um 7 in der Früh,
und dann quasi, dass ich dann die Sachen in der Früh mache, im Juni und so weiter. Da habe ich halt mein System einfach und da muss man es für sich selber quasi, wichtig ist immer, dass man die Systeme findet, wie man diese ganzen Zusatzarbeiten, weil man ist eh so beschäftigt im Sommer ja mit allen konkreten Arbeiten und man muss halt schauen, dass man diese Aufzeichnungsarbeiten so integriert, dass man die irgendwie mitmachen kann, ja, und das ist einfach, da muss jeder, glaube ich, sein System finden, aber ich finde es halt immer leichter, dass man das oder vorher oder nachher dieser normalen Arbeitszeit macht, dass man sie dann zusätzlich quasi Zeit nimmt. Das klingt jetzt nach viel, aber eben, also das sind einfach diese, das ist für mich das ist der Hobbyaspekt meiner Arbeit und deswegen macht es auch nichts, wenn ich da jetzt extra früher aufstehe oder wie immer. Es gibt hier oben noch eine Frage. Dann. Wie übersetzt du jetzt den Anbauplan in Arbeitskraftbedarf? Du musst ja irgendwie wissen, wann was zu tun ist und wie viele Stunden du jetzt da tatsächlich investieren willst, dass sich der Anbauplan ausgeht. Ich habe das nie gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es auch irgendwie total schwierig und ehrlich gesagt möchte ich gar nicht wissen, wie viele Stunden ich arbeite. Das ist mir unwichtig, weil ich weiß nicht, mein Stundenlohn, der interessiert mich nicht. Ich denke mir immer, was mir wichtig ist, dass ich ein gutes Leben führe. Wenn ich Geld verdienen hätte wollen, hätte ich Juristin bleiben können. Da verdiene ich sicher 10-mal mehr in der Stunde. Aber ich finde auch, dass ich anders bezahlt wäre. Ja? Also ich kriege auf der einen Seite, habe ich genug Geld zum Leben, aber auf der anderen Seite es ist für mich das auch eine Art Bezahlung, dass ich draußen arbeiten kann, dass ich die Vögel zwitschern höre oder sehe, welche Vögelarten bei uns heimisch sind, dass ich im Rhythmus der Jahreszeiten arbeiten kann, dass ich von zu Hause arbeite, dass ich keinen Anfahrtsweg habe. Ja? Das sind alles für mich Sachen der Lebensqualität, wo mir das nicht ganz so wichtig ist, jetzt wie viele Stunden ich da genau arbeite. Aber wir sind sicher da ein bisschen reingewachsen und ich muss sagen, wir waren sicher auch, also gerade wie die Kinder klein waren, habe ich sicher auch so leichte extreme Arbeitsspitzen miterlebt. Aber mit der Zeit, ich glaube, es ist so schwierig, sich das vorher auszurechnen. Für mich, ich tue mir extrem schwer, quasi das zu schätzen, wie viel Aufgabe, wie lange eine Aufgabe dauern wird. Und ich finde, das hat sich einfach durch Erfahrung, aber das ist es jetzt natürlich leichter, weil jetzt weiß, okay, wie viel kann ich circa rechnen, dass wir brauchen für die Bepflanzung des Paradeistunnels oder solche Sachen halt. Aber dass ich wirklich von vornherein diese Durchrechnungsmodelle, die LK da anbietet mit diesen Deckungsbeiträgen und so, da bin ich nicht wirklich bekannt damit und das war nie so mein Zugang, muss ich ehrlich sagen. Deshalb, weil wenn man am Anfang steht, man hat keine Erfahrungswerte für den Marketplaner, gibt es noch nicht Daten, das dauert so lange und so weiter. Ich muss aber trotzdem irgendwie wissen, brauche ich halt 2 Leute oder brauche ich 3 Leute oder stehen 5 Leute herum und der nix. Ja. Das stimmt, also das ist eine wichtige Sache, aber da kann ich nur den Rat geben, so klein wie möglich anfangen. Und die Arbeit dauert überall. Also wenn man nicht abgeschlossen ist. Und das ist auch etwas, man muss dann irgendwann einfach jeden Tag sagen, jetzt höre ich auf. Ja, weil man kann auch 24 Stunden arbeiten in der Landwirtschaft im Sommer, ja, aber irgendwann einmal, also für mich, hört dann irgendwann auf, ich habe Gott sei Dank Kinder, die mich da sehr einbremsen und die auch ihre Zeit fordern und es ist ganz wichtig, dass man sie dann einfach, man muss diese Zeit haben und das ist auch etwas, also ich glaube, die Pausen sind ja ganz wichtig, man muss sie die Pausen geben, jeder Mensch braucht Muße, in der Landwirtschaft ist das irgendwie so verbreitet, ich merke das halt immer bei uns, wie wenig Zeit sie die Leute für sich selber nehmen, wie verpönt es eigentlich ist, immer diese Angst, man tut zu wenig, man ist zu wenig fleißig. Und diese Generation vor uns, was die kackelt hat, das ist für mich wirklich beeindruckend. Ich könnte es nicht, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde es eben wichtig, dass wir uns selber auch die Zeit nehmen, einfach Auszeiten zu haben. Also das kann ich nur wirklich jedem raten, nehmt sich im Sommer an. Also bei uns im Sommer, alle Auszubildenden haben 2 Wochen Urlaub. Ja, dass man einfach, man braucht es, dass man sich ein bisschen erholen kann und plant es ein. Der Hof, es funktioniert trotzdem, es geht trotzdem weiter und es ist eine ganz, ganz wichtige Sache, glaube ich, auch die Auszeiten. Ja, ich wollte nur fragen, wie arbeitet, das ist bei den Referenten vom letzten Blog gestern, interessiert mich das. Seid ihr in der Pauschalierung, wie macht ihr das mit den Kursen und mit den Auszubildenden, wie verrechnet ihr das Ganze dann im Endeffekt? Genau, wir sind pauschaliert. Wie schaut das aus? Ich kann mir das gerade überhaupt nicht vorstellen. Ja, nein, wir sind pauschaliert, wir sind ein pauschalierter Betrieb, genau. Das ist also ein großer Vorteil in Österreich, muss ich echt sagen, den haben wir einfach gegenüber von Deutschland, dass wir von sehr privilegiert einfach ausgenommen sind bei der Einkommensteuer und ich glaube, das ist aber ganz wichtig, ja. Also wenn man Nahrungsmittel, wenn man quasi den Preis so halten wollen, wie er ist, dann darf die Pauschalierung, glaube ich, nicht weggehen. Wovor ich allerdings warne, ist, dass man, also das ist in Österreich, ein Nachteil der Pauschalierung ist, dass man eigentlich keine Buchführungspflicht hat und dass viele Bauern das dadurch auch nicht machen und sehr unklar sind über ihre finanziellen Ausgaben und Einkommen.
Einnahmen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man sich irgendein System zulegt, wo man seine Einnahmen und Ausgaben ganz penibel mitschreibt und die auch trennt von seinen persönlichen Einnahmen und Ausgaben. Also das halte ich für ganz wichtig, weil wir ja da irgendwie wirtschaftlich überleben müssen und da ist schon sehr wichtig, dass man eben genaue Aufzeichnungen führt. Genau. Bauernhof oder was ist das dann? Nein, die Seminare damit, also ich muss ehrlich sagen, mit den Seminaren, die bieten wir an, aber die sind eigentlich hauptsächlich für uns und unsere Leute, die bei uns am Hof sind und wir haben damit eigentlich keine Einnahmen und dadurch müssen wir die jetzt auch nicht irgendwie angeben und die Seminare, die ich halt, wo ich wirklich Einnahmen habe, die muss ich natürlich dementsprechend melden. Ich hätte die Frage, wie viele arbeiten jetzt bei euch, also wie viele fest und wie viele sind Seminar, wie lang? Wir haben zwischen in der Saison zwischen 2 und 5 auszubildende Menschen dort, die je nach, also zwischen 4 und 8 Monaten bei uns am Hof sind. Und wir sind also 2, das Scott und ich, die den Hof betreiben. Ich wollte fragen, wie es euch mit den Direktsaaten geht, also vor allem die Karotten mit dem Bewässern. Ich weiß nicht, du hast gesagt, ihr habt viel Regen gehabt, aber bei uns ist eher so, dass wir mit dem Gießen nicht nachkommen. Bewässerung ist eine Riesensache, ja, da gebe ich da absolut recht. Also das Jahr war absolute Ausnahme. Eigentlich neigt unser Gebiet in der Südsteiermark zu extremer Trockenheit. Und das ist ein Riesenproblem und wird immer mehr zum Problem. Und wir haben, also ja, das erzähle ich mir gerne die Geschichte, wie wir von Kalifornien weggezogen sind, wo es ja wirklich von März bis November nicht regnet und wo einfach alles bewässert werden muss. Da habe ich zu allen gesagt, ja, wieder schauen, ich fahre jetzt nach Österreich, ich muss nicht mehr durch Plastikschläuche mein Wasser fließen lassen und dann bewässern, sondern ich fahre jetzt in ein Land, da regnet es. Ja. 2012 hat es dann schon 12 Wochen einmal nicht geregnet. Und das war dann ein gutes, oder 2013 war das ja, und das war ein gutes Aufwachen, wo wir dann gesehen haben, okay, Bewässerung ist einfach von ganz, ganz wichtig. Wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit zu bewässern. Also wir haben eben Deiche, die bei uns im Hof schon vorhanden waren, die wir zur Bewässerung nützen und da jedes Jahr was dazu investieren. Und da gibt es eben eh dieses System, das der Jean-Martin Fortier auch beschreibt, diese Wobbler-Dinger. Wir haben das ganze Feld quasi unterlegt mit einem 2-Zoll-Schlauch, wo wir verschiedene Anschlüsse haben und dann je nach Kultur entweder mit Tröpfchenbewässerung am Feld, die legen wir gleich im Frühjahr nach dem Pflanzen zu den ganzen länger stehenden Kulturen dazu und die ganzen Direktsaaten werden dann besprüht quasi und ständig, ja, weil wenn wir das nicht machen, dann hätten wir, das wird nicht gehen mittlerweile, ja, wird eh zu einem Riesenthema werden. Wir machen Kartoffel auch, wir bauen auch Kartoffel an, wobei dadurch, dass wir quasi im Winter nicht versorgen, ist die Kartoffel bei uns jetzt nicht so eine Hauptkultur und dadurch, dass ihr ungern Spruzid verwendet oder Peritine allgemein oder eigentlich überhaupt nicht verwendet, deswegen sind bei uns die Kartoffeln halt etwas, was sehr arbeitsintensiv ist, weil wir die Käfer händisch klauen. Und ich sehe dann unsere Kartoffeln so quasi als so ein Spezialprodukt, ja. Und wir bauen da quasi so circa eine Tonne an, verteilen die 10 Wochen lang, die letzten 10 Wochen geht jeder 1 Kilo Kartoffel pro Woche und das ist es dann. Und wir haben halt gemerkt, dass bei uns die Süßkartoffeln wirklich super wachsen und dass das eigentlich irgendwie ein interessanteres Produkt ist, das wesentlich mehr kostet, wenn ich das von außen zukaufen muss. Deswegen haben wir quasi unseren Süßkartoffelanbau jährlich mehr und mehr ausgeweitet und den Kartoffelanbau machen wir jährlich ein bisschen weniger und es funktioniert für uns eigentlich ganz gut und hat sich da noch nie jemand aufgeregt und unsere Kartoffeln, das vermittle ich ja immer den Ernteteilern, das ist halt wirklich eine Spezialgeschichte, weil wir eben überhaupt keine Spritzmittel gegen die Käfer verwenden und das was händisch quasi bearbeitetes ist. Mich würde interessieren, wie viel Zeit nehmt ihr euch für die Anbauplanung, wie viel nimmt das ungefähr in Anspruch, bis das für nächste Saison das steht? Ja, also ich habe das gestern super gefunden, was du gesagt hast, mit den 8 Monaten Gemüsebau, 2 Monate Planung, 2 Monate Regeneration und das ist bei uns ja sehr ähnlich. Also ich würde sagen, dass wir quasi 2 Monate einfach damit beschäftigt sind, wirklich alles gut durchzuplanen und alles vorzubereiten, alles Saatgut zu bestellen und alles da zu haben und gleichzeitig auch mit der Auswertung quasi unserer Aufzeichnungen. Aber ich finde, 2 Monate im Winter ist schon klasse, dass man ein bisschen Mußezeit hat, sich damit eingehend zu beschäftigen. Ihr produziert ja selber Setzlinge. Wie macht ihr es mit der Aussaaterde oder Setzlingserde? Mischt ihr da selber etwas? Kauft ihr die fertig? Verwendet ihr eigene Erde? Ja, also in Kalifornien haben wir alles selber gemischt aus Kompost und ein paar Zusatzsachen, die wir da eben gekauft haben. Und das hat super funktioniert. Und dann bin ich nach Österreich gekommen und habe nur gehört, das darfst du ja nicht machen. Das ist viel zu risikoreich. Und das hat mich dann wirklich ein bisschen eingeschüchtert und ich mache es jetzt auch nicht mehr selber. Aber ich kenne Leute, die selber machen und das ist sicher möglich. Aber wir verwenden die Aussaaterde von Glassmann.
Genau, und da ist ein Dorfanteil drinnen, das ist ein Schwachpunkt, aber das hat auch schon jetzt gestern jemand gesagt, es ist, man kann sich nicht auf alles konzentrieren, man kann nicht alle Themen in Angriff nehmen und ich habe mal, also wir haben eine Zeit lang rumprobiert mit dorffreien Ehren und das war schwierig, wir haben keine guten Ergebnisse gehabt und die Jungpflanzenanzucht ist eine zentrale Sache für uns, wir beliefern Märkte, das muss einfach funktionieren und deswegen haben wir uns gedacht, okay, das ist ein Thema, damit befassen wir uns nicht, lassen wir wen anders das quasi die Lösung finden und verwenden eben diese ganz normale Erde von Glasmann, die Anzuchterde, das Biosubstrat. Und für die Jungpflanzen verkaufen die Chiffy-Pots? Oder? Genau, da verwendet man Chiffys. Mhm. Das ist eben kompostierbare Pflanztöpfe statt Plastik, die natürlich eine Herausforderung sind, weil es halt die Jungpflanzen tun sich da schon ein bisschen schwerer mit Bewässerung und Kulturfolgen, muss man dafür genauer sein, aber mir sind es einfach sehr sympathisch. Und es ist natürlich auch irgendwie am Markt etwas, es gibt nicht so viele Leute, die verwenden und es ist dann auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, das wir auf den Jungpflanzenmärkten haben. Für unsere eigene Anzucht allerdings verwenden wir Plastik, also verwenden wir schon Plastik, weil wir das ja dann wieder einfach auswaschen, solarisieren und dadurch desinfizieren und jedes Jahr verwenden. Oder kannst du vielleicht kurz erklären, was das ist? Das sind recycelbare Pflanztöpfe, die aus, ich glaube, Altpapier, da ist ja, glaube ich, ein Dorfanteil drinnen, hergestellt werden. Und man kann da quasi die Pflanzen in dem Topf setzen. Aber ich würde es für den Eigengebrauch würde es nicht so verwenden, also finde ich es nicht so praktisch. Also es ist, weil da kann man eh quasi seine eigenen Töpfe kann man eh jährlich wiederverwenden. Aber für den Jungpflanzenverkauf finde ich es schon recht klasse, dass man nicht mehr Plastik in die Welt rausbringt. Baut ihr in einen bestehenden Satz einen zweiten Satz hinein und wenn ja, wie macht ihr das mit der Anbauplanung? Nein, das machen wir nicht. Aber ich finde das spannend. Ich habe das gesehen, ein paar Betrieben. Ich finde das prinzipiell eine gute, eine spannende Sache. Du hast gerade gesagt, ihr solarisiert die Plastiktöpfe. Also ihr wird dann das haben, ich weiß nicht, es funktioniert, aber ich habe noch nie jetzt irgendwas Wissenschaftliches oder so drüber gehört. Habt ihr denkt, was ihr stützt, die mindestens einen Tag in Zun oder? Genau, also wir waschen es aus, gut, stellen es einen Tag in die Sonne. Ich habe auch noch nie was Wissenschaftliches gehört darüber. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das von der Universität in Kalifornien selber genommen und da wird das so gemacht seit Jahrzehnten. Das funktioniert gut und funktioniert bei uns auch gut. Erfahrungswerte. Im Gärtnerischen ist immer lustig, es gibt immer das Wissenschaftliche und dann gibt es einfach das, was einfach für jemanden funktioniert, für die Tante Erne von nebenan. Und wenn es funktioniert, dann funktioniert es einfach. Wir lassen es quasi einen Tag mindestens stehen, ja, in der Sonne. Ja. Euer Kühlraum ist ja ein Erdkeller, das launes Thema vielleicht, aber magst du da kurz vielleicht was dazu sagen? Genau, also lagern, wir haben eben nichts, kein Kühlschrank oder irgendwas, sondern genau, wir lagern im Erdkeller, der hat zwischen 2 und im Sommer so um die 10, 12 Grad. Der lagert nicht besonders gut, aber gerade in unserem System der gemeinschaftsgetragenen Landwirtschaft ist es eh so, dass wir Ernten, verteilen und dass da nicht sehr viel zurückkommt und gelagert werden muss. Es ist nicht ideal, also Gurken und so lagern maximal 2 Wochen drinnen und Salate und so kann man eigentlich überhaupt nicht lagern. Also prinzipiell ist schon gut, glaube ich, dass man sie, also man tut sie leichter, wenn man irgendwas Kühlendes noch zusätzlich zum Lagern hat, gerade fürs Blattgemüse im Sommer, weil man dann einfach zum Beispiel, wenn ein Salat kurz vom Schießen ist, wir können das nicht dann vorernten und einkühlen, weil der bei uns einfach nicht hält und das ist schon ein limitierender Faktor. Also da wollen wir schon vielleicht in nächster Zeit noch, überlegen wir uns, dass wir eine kleine Investition noch machen. Also es ist natürlich, der Nachteil ist die Energie, die es dann kostet, aber ich glaube, es ist, also man macht das Leben dann schon ein bisschen leichter, wenn man zumindest eine kleine Kühlzelle hat. Und das Lagergemüse, das habt ihr, glaube ich, in Sägemehl? Genau, beim Lagergemüse, da heuer haben wir es nur bedeckt mit Tüchern, ist auch gut gegangen, aber wie gesagt, wir sind da kein guter Ansprechpartner, weil wir ja nicht wirklich über den Winter lagern und verteilen müssen. Das heißt, wir lagern, tun wir eigentlich nur für die Eigenversorgung einlagern, wobei ich sagen muss, dass die Rohnen, da haben wir eigentlich recht viel, die überlagern wir meistens ins Frühjahr rein oder die Pastinaken und verteilen wir dann im ersten Satz mit und das funktioniert eigentlich ganz gut in so Apfelkisten, wo wir das Lagergemüse reinleeren und wo wir dann noch ein Tuch drüber geben, das hat eigentlich in den letzten Jahren für uns gut funktioniert, wobei ich sagen muss, dass unser Erdkeller so ein uralter Erdkeller ist, also der ist sicher 200 Jahre alt, wo einfach sehr gute klimatische Bedingungen herrschen. Kannst du vielleicht kompakt zeigen, was ihr alles zur Bodenerhaltung macht? Also du hast schon gesagt, Gründüngung? Genau, also minimale Bodenbearbeitung, ganz viel Gründüngungen und Kompost.
den Kompost machen wir nicht selber. Es ist auch etwas, wo wir gerne hinkommen würden. Also wir machen Kompost selber teilweise. Wir haben Schafe, wir haben Schafherde, weil wir immer Grünland dabei haben. Und machen Kompost teilweise selber aus den Gemüseresten, aber das ist bei Weitem einfach nicht genug. Das heißt, wir haben das große Glück, dass wir einen Biobauern in der Nähe haben, der ist quasi mit dem Auto 10 Minuten entfernt und der macht Kompost, den er eben auch verkauft, an zertifizierten Kompost, einfach einen Biokompost, der gut einsetzbar ist und den holen wir und verwenden wir. Genau, und was wir auch verwenden zur Haltung der Bodenfruchtbarkeit ist ein Hühnertraktor, schaut ganz ähnlich aus wie der von Wolfgang Balme, da haben wir auch 12 Hühner, die werden, sobald der Kultur abgeerntet ist, quasi kommen die rauf auf den jeweiligen Platz und geben uns super Eier und tun auch ein bisschen das Feld bemisten und sorgen auch für die Düngung. Uli, ich finde es sehr interessant, wie offen ihr das Budget kommuniziert mit der Gelawi. Vielleicht, weil so viele Gelawis auch im Raum sind, vielleicht willst du das noch erläutern, vor allem wie ihr das Investitionskapital schon vorab im Budget erwähnt und euren eigenen Lohn und die Kosten für den Gemüseanteil rechtfertigt. Ich finde das ziemlich spannend bei euch. Danke. Ja, der David ist Absolvent eines 2-jährigen Market Garden Ausbildung bei uns übrigens. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, könnt ihr ihn ansprechen. Arbeitet inzwischen bei der Bio Austria als Berater. Das Budget ist ganz wichtig und eine zentrale Sache für uns. Und wir rollen das, so wie quasi die Ernte von hinten nach vorn berechnet wird, berechnen wir unser Budget von hinten nach vorn. Das heißt, ich setze mich nicht damit auseinander, wie viel ich für ein Kilo Karotten verlangen soll oder für Tomate oder wie immer, das machen wir nicht, sondern wir überlegen uns einfach, wie viel brauchen wir für unseren Hof, um gut wirtschaften zu können. Das heißt, da sind Lohnausgaben dabei, Betriebsmittelausgaben, Investitionsausgaben und das wird quasi aufgestellt und gegengerechnet mit den Einnahmen. Einnahmen sind bei uns eben die Jungpflanzenmärkte, die Einnahmen, die wir durch Markt- und Restaurantverkäufe haben und dann der Rest kommt durch die Gelawi rein. Und was wir da brauchen, dieser Rest wird dann durch die 110 Haushalte, die wir zurzeit konkret beliefern, durchdividiert und das ergibt dann den Richtwert pro Ernteanteil. Und bei diesen Richtwerten und dieses Budget quasi, wie wir beim Verein, da haben wir quasi, wir sind kein Verein, aber wir haben uns ähnlich organisiert und wir haben eben auch eine Hauptversammlung am Beginn des Jahres, wo dieses Budget präsentiert wird, wird dann auch an alle ausgeschickt und ist eins, also man kann das eben einsehen und damit jeder weiß, wie quasi unsere Finanzgebarung ausschaut. Und auch in unserer Gemeinschaft gibt es eine Umverteilungsmöglichkeit. Das heißt, Menschen, die das Gefühl haben, sie können sich den Richtwert, der zurzeit bei 850 Euro für 33 Wochen liegt, nicht leisten, die können dann quasi ein bisschen weniger zahlen. Und andere Menschen, die einfach mehr Geld zur Verfügung haben, zahlen dann ein bisschen mehr. Und Leute können auch, wir haben ein Investitionsbudget jedes Jahr, das zwischen 5.000 und 10.000 Euro liegt, dass wir quasi wieder in den Hof rein investieren. Und gewisse Ernteanteile finden, also wollen uns da zusätzlich unterstützen und die haben dann die Möglichkeit, zusätzlich noch uns quasi Investitionsbeiträge zu geben und da kommt dann auch nochmal, jedes Jahr kommen da ein paar tausend Euro dazu. Die meisten Gründüngungen, ja, wie werden die Gründüngungen ausgesät? Mit der Hand. Breitwurf. Beziehungsweise wir haben jetzt auch das Kotter zur super Maschine gekauft, das ist so ein Ding, das hängt man sich um und dann hat man so einen, und das funktioniert auch sehr gut, das gibt es beim Lagerhaus. Ich wollte nur ganz kurz fragen, diese Investitionsbeiträge, die von den Leuten kommen, ihr seid ja keine Genossenschaft oder was, das kommt einfach euch zugute, dem ganzen Projekt? Genau. Die kriegen keinen Anteil von euch dann irgendwie? Nein, oder so. Okay. Das ist einfach Teil des Budgets. Wie kommuniziert ihr das? Das wird dann am Ende des Jahres oder eigentlich aber bei der Hauptversammlung reden wir darüber, was wir also anschaffen wollen und dann am Ende des Jahres präsentieren wir das noch einmal quasi und zeigen eben, was wir angeschafft haben. Und bei uns ist es, also ich muss wirklich sagen, das ist jetzt unser 10. Anbaujahr, unser 9. Gelawi-Jahr. Und es ist wirklich so, dass man, umso länger man gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft hat, umso enger wird die Hofgemeinschaft, umso besser lernt man die Leute kennen und es ist mittlerweile so, dass 80% dieser Menschen einfach gute Freunde geworden sind. Und die eigentlich sehr viel am Hof sind, das wirklich ganz genau mitkriegen, auch was wir machen und dadurch einfach ständig sehen, was da auch passiert und in unserer Zeit, wo viele Menschen einfach haben das Bedürfnis, ein gutes Projekt gute Projekte zu unterstützen und wir haben zum Beispiel einen Anteilnehmer, der uns jedes Jahr 500 Euro extra gibt und der immer sagt, ich habe früher immer 5
500 Euro für irgendwelche Organisationen gespendet und jetzt gebe ich es einfach euch und sehe einfach, wo das hingeht und das freut mich ja. Und ganz wichtig ist für uns auch, dass wir quasi nicht alles allein entscheiden. Das ist für mich auch die große Stärke einer gemeinschaftsgetragenen Landwirtschaft, dass nicht alles auf unserem Rücken ist, dass nicht nur das Scott und ich oder wir mit unseren Auszubildenden sitzen und uns überlegen, wie wir die Sachen machen, sondern dass wir im Winter im Gestaltungstreffen haben, alle Monate, wo jeder hinkommen kann, der interessiert ist und wo wir wirklich gemeinsam uns überlegen, wo wir sagen, wir haben das und das Problem oder das und das beschäftigt uns und dann machen nicht nur sich zwei Leute darüber Gedanken, sondern 20. Ja, und das mit allen möglichen verschiedenen Erfahrungen, die die halt mitbringen in die Gemeinschaft und das bringt uns dann wirklich immer große Schritte weiter. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ihr arbeitet mit einem Traktor und habt eine 1,20er Spurbreite oder? Genau, also die Breite zwischen den Reifen ist 1,20, ja. Okay, und habt ihr dann jetzt, wo ihr die Hügel habt, noch einen Weg zwischen den zwei Hügeln? Mhm. Das heißt, ihr habt trotzdem wieder schmale Beete, obwohl ihr mit dem Traktor arbeitet? Genau, also der Traktor hat so schmale Reifen und der Traktor fährt quasi in der Furche von den Hügeln. Und es ist zwischen den Reifen haben zwei Hügeln Platz. Und lauft ihr dann nochmal zwischen den zwei Hügeln, oder? Wenn es nötig ist, aber meistens eher nicht. Also, aber es ist, kann sein, dass wir dazwischen reinsteigen, ja. Genau, wobei ich muss wirklich sagen, bei den Hügeln bin ich nette Experte. Wir haben wirklich gerade das letztes Jahr, Mitte des Jahres umgestellt. Da die Anna macht das schon ein bisschen länger, redet vielleicht mit ihr. Oder auch der Peter arbeitet auch im Betrieb Ackerschön mit einem Hügelsystem schon viel länger. Also redet bitte quasi für wirklich technische Fragen oder mehr Fragen, dann würde ich eher an euch verweisen, wenn ich darf. Gut, liebe Uli, vielen Dank für deinen spannenden Vortrag und auch für die Fragen, die du jetzt beantwortet hast. Applaus